Über dieses Paket möchte ich noch weitersprechen. Mein Kollege Marian Grunden bei mir. Denn Marian, die große Frage am Ende ist ja jetzt, wer profitiert tatsächlich von diesen neuen Hilfen und Maßnahmen? Wie sieht es da aus? Also Olaf Scholz hat ja versprochen, you will never walk alone. Aber ob wirklich niemand allein gelassen wird, das schauen wir uns jetzt tatsächlich mal an. Denn tatsächlich, die Regierung, die gibt 65 Milliarden Euro aus und bezeichnet das als wuchtiges Paket. Und das kann man auch so sagen. Aber wer profitiert eigentlich? Es gibt eine Energiepreispauschale. Da profitieren Rentner ab dem 1. Dezember von einer Einmalzahlung mit 300 Euro. Studierende, die bekommen 200 Euro. Und es gibt einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger. Singles bekommen da 415 Euro, zwei Personen 540 Euro. Und für jede weitere Person gibt es dann noch mal 100 Euro mehr. Das Bürgergeld, das jetzt kommt, da profitieren vor allem Hartz-IV-Empfänger. Die haben am Ende ungefähr 50 Euro mehr in der Tasche. Und beim Kindergeld für jedes Kind bis zum zweiten Kind gibt es noch mal 18 Euro mehr. Das gilt natürlich für alle. Aber die Mitte, die arbeitende Mitte, für die sieht es aktuell eher etwas mau aus. Denn hier gibt es zwar eine Werbekostenpauschale, die wird angehoben von 1.000 auf 1.200 Euro. Das kann man dann geltend machen. Und einen Zusatzzahlungen von Arbeitgebern, die sind bis 3.000 Euro tatsächlich steuerfrei, aber das gilt eben nicht für alle. Und auch ab dem 21. Kilometer gibt es gewisse Entlastungen für Pendler. Anstatt 35 Cent gibt es dann 38 Cent Pendlerpauschale. Aber diese Entlastung für die arbeitende Mitte, die gelten eben nicht für alle. Also ganz schön schwierig und nicht wirklich eine Entlastung für jedermann. Die Strompreisbremse, die soll tatsächlich aber wirklich für jeden gelten. Aber auch hier gibt es noch gewisse Unklarheiten. Klar ist nur, dass der deutsche Strommarkt hier tatsächlich so geregelt ist, dass der teuerste Preis den Preis für alle bestimmt. Das hat dafür gesorgt, dass eben in diesem Bereich Zusatzgewinne entstanden sind. Und die sollen zukünftig die normalen stromzahlenden Menschen eben nicht mehr zahlen müssen. Und dieses Geld, das diese Zufallsgewinne hier, die werden eben jetzt verteilt und abgeschöpft. Heißt natürlich, da gibt es Entlastungen auch für die arbeitende Mitte. Aber ansonsten sieht es für diese Gruppe tatsächlich ziemlich mau aus. Also Nele, tatsächlich ist es so, die Bundesregierung, die hat da ein Paket verabschiedet. Aber wer davon profitieren wird und vor allem wie viel die Leute bekommen werden, das ist natürlich gerade bei der arbeitenden Mitte ein bisschen schwierig noch. Viele offene Fragen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank für diesen Überblick, Marian. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.